don't know what you should know. I don't make any sense. My head and heart don't match up. A little doubt will creep in. It happens over and over again. So if I act out, please be patient with me. Oh, I've been trying to feel deserving of love. You should know. Hallo Messerfreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid beim nächsten Fixed Video. Angekommen ist bei mir das Bering Made Hunter mit Wüsteneisenholzgriff. Wüsteneisen, ganz genau. Ironwood, Eisenholz, nix Wüste. Copperguard und Mask, ich glaube, das ist Knochen. Ich bin da nicht so in der Materie. Ich habe da so eine kleine, Kindheitsphobie. Also ich habe es nicht mit Hörnern, Hufen, Geweihen, ausgestopften Tieren. Da verbinde ich halt keine guten Erinnerungen. So wehrt sich das Kleinhirn dagegen. Aber für mich war das Interesse halt vor allem in den Klingen groß. Durch die fantastischen Hohlschliffe mit dieser Hammerschlagoptik, das ist eben meins. Ja, völlig out of the tactical way, also völliges Neuland. Tatsache ist, ich bin so, ja, 2 Jahre bin ich bei G-Gear auf der Seite rumgeschlichen und die haben auch eine riesen Fangemeinde, weil der James Bering, der lebt in Montana in Abgeschiedenheit. Der Ort heißt Missoula. Er lebt da wohl in einem Wald, ist da wohl 2020 in die Abgeschiedenheit umgezogen und fertigt seine Knives komplett in Handarbeit. Und das realisiert man erst, wenn man so ein Stück in den Händen hält. Von daher finde ich es, also natürlich, die Preise sind erstmal abschreckend. Hier in der Variante rechnen wir 650 Euro. Und ja, da sagt sich der Normalsterbliche natürlich wieder, what the hell for a knife, so much money, ja. Hältst du es in Händen und bist in der Materie, erkennst du, dass das nicht viel Geld ist. Das ist nicht teuer für das, was hier drin steckt. Rechnet mal 600 Euro in Arbeitsstunden. Na, rechnet mal, by the way, 15 Dollar die Stunde. Ja, da kommt ihr nicht mit hin. Hier ist alles handpoliert, der Hammerschlag, das ist aufwendige Handarbeit. Ihr seht, wie die Materialien hier verschmelzen, der verlötete Guard, die handgeschliffene Phase, das ist alles Hand, also man sieht, das ist alles Handwerksperfektion, aber ihr seht halt an kleinen Details, dass es nicht aus der Maschine gefallen ist. Ihr seht dann klein, also hier zum Beispiel, jetzt bei der Verlötung, seht ihr, dass die eine Seite so ein bisschen nicht so, also ein bisschen abweicht, ohne da Kritik zu üben. Das ist alles zum Usen gemacht. Und ja, wie gesagt, hat eine riesengroße Fangemeinde. Und ja, ich bin da halt, wie gesagt, so 2 Jahre immer wieder hängen geblieben. Jetzt gab es eine neue Lieferung und da habe ich bei dem Stück hier zugeschlagen. Und ihr seht, Handlage ist für meine Hände perfekt. 24 cm über alles.
eine wunderbare, hohlgeschliffene 4,5 mm dicke Klinge, die sich nach vorne verjüngt. Keine Jimpings, wunderbar, keinen Scheuel. Es gibt sehr viele verschiedene Modelle bei Behring. Schaut da gerne mal auf die Website. Vor allem die Convex Geschichten sind da sehr beliebt. Also alles zum Usen gemacht. Und ja, ich bin jetzt auch neu in der Behring-Gruppe. Schöne Grüße, falls ihr reinschaut. Da wirst du als neues Member begrüßt mit hier. Ne? Use es, benutze es, zeig ihm, was es drauf hat. Die sind zum Usen gemacht. Absolut stabil, trotzdem rattenscharf. Das ist O2-Stahl, ein relativ alter Stahl. Von allen Zweifeln da haben und schaut mal, wie hier die Haare springen. Ich bin ja ein Redhead, ja, unsere Haare scheinen so ein bisschen härter zu sein. Also dieses Rasieren, das klappt bei mir in der Form selten. Ja, und dass das bei so einer doch dicken Klinge mit einem Hohlschliff, also da war ich schon sehr begeistert gestern, als es kam. Ja, was natürlich wieder ein großes Plus ist, ist die das Konforme des Messers, 24 über alles, und ich zeige euch, die 12 cm sind hier maximal ausgereizt. Man rechnet ja, oder das Gesetz zeigt vor, bis zum Griffanfang. Ja, und ihr seht, oben sind es so 11,8 und unten ist die Phase dann so ja, 11,9. Also auf jeden Fall konform, könnt ihr auf jeden Fall beweisen. Ja, da droppte sie halt, es war eigentlich was anderes, war eigentlich ein Folder geplant, aber dann kam halt die Info und dann kam der Drop und da musste ich bei dieser Variante zuschlagen und bin wirklich über alle Maßen glücklich damit. Ist natürlich, es steht ja schon jetzt schon der zweite Advent an, ja, time is running, und ist natürlich mein Vorab-Weihnachtsgeschenk. Und ja, ich finde absolut, was da drin steckt, egal in welchem Detail, das ist, ja, weil immer wieder die Preisdiskussion ist, ne? Zu teuer, wie kann man nur so viel Geld? Das ist nicht zu teuer. Ich würde es sogar als günstig betrachten. Ja, rechnet es hoch. Rechnet mal hoch, wie viel Zeit müsstet ihr investieren als handwerklich begabte Menschen, um dieses Messer von vorne bis hinten, vom Schmieden der Klinge über die ganze Produktion des Finishing, wie viele Stunden ihr da braucht. Also ich bräuchte da ein paar hundert. Ne? Gut, die Leute sind natürlich, der James weiß, was er tut, und er hat auch seine Struktur ganz, ganz sicher, wie er da was macht. Aber 40, 50 Stunden stecken auch da drin am Ende. Lass es 30 sein. Ne? Und jetzt rechnen wir hoch, 30 Stunden mal 20 sind wir schon bei $600. Ne? Bei einem Stundenlohn von 20 Euro, da habt ihr noch kein Material. Ne? Ne, das ist immer eine Sichtweise auf die Dinge, und mir ging es natürlich am Anfang ganz genauso. Ne, aber wenn man halt, ne, es ist halt eine Leidenschaft, und hier hat man einen absoluten Gegenwert, wie ich finde. Also ihr hört, ich bin total geflasht von dem, was ich hier bekommen habe, und würde das sofort wieder bestellen. So, genug gequasselt ist, man kann über sowas, ich finde, auch vom Prinzip, es gibt da gar keine Diskussionsgrundlage. Wie bei Musik, wir reden über eine Kunstform, und Kunst ist Leidenschaft, und da spielt der Preis am Ende keine Rolle. Ja, es spielt die Rolle, ob es mich triggert, ob ich es haben muss, ob ich da Fun dran habe, ob es mir ein gutes Gefühl gibt, dann in der Hand zu haben. Und das habe ich hier auf jeden Fall, also ein absoluter Must-Have-Effekt. Ich befürchte schon wieder, es geht wieder auf die Reise. Ja, also es ist das Gleiche irgendwie bei den Reefs im weitesten Sinne, dass da halt doch recht selten was droppt und dass du dann bereit sein musst. Und wie gesagt, gerade neue Lieferungen bei G-Gear, und da gibt's, wie heißt das, Old School?
Ah, mein Gott, 900 Euro. Aber was für ein Traum. Und dann halt auch nicht konform. Also du läufst halt immer. Also ich habe, klar, ich habe halt auch meine Methoden mittlerweile, überall Schlösser drauf. Ne? Aber es ist halt immer noch schöner, das Teil einfach in die Tasche zu tun. Und im Fall des Falles zu sagen, hier, das Ding ist konform. Ende aus Mickey Mouse, ihr könnt mir gar nichts. So. By the way, jetzt mal zum Vergleich. Nehmen wir mal das heißgeliebte und zuletzt vorgestellte TRC M1 SLG. Ich habe es ja nicht mit Namen. Ihr seht eine Größenfamilie natürlich, wobei hier der Griff wirklich üppig ist für meine großen Hände. Perfekt. Ich bin ja ein Fan von Lannys, ne? Die haben wir, deshalb habe ich es auch mal direkt dazugelegt. Die haben wir halt so bei keinem ein Lanny-Loch und werd immer mehr Freund, weil ja, man kennt ja seine eigene Sicherheit im Umgang. Also man hat ja schon länger Erfahrung und ich bin so ein bisschen weg, auch wenn ich jetzt draußen unterwegs bin. Also ich nehme es ja immer so als eine Sicherung, vor allem, dass dem Messer nichts passiert. Ne? Ich leg's mir halt um das Handgelenk und falls wenn es fällt. Ne? Aber mir fallen die Messer in der Küche, die fallen mir auf die Platten. Aber ansonsten ist das so super, super selten. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass mir draußen das mal so wirklich passiert ist, dass mir das aus der Hand gefallen ist. In der Küche schon öfter, ja, auch in den Fuß, das ist gar nicht alles. Aber jetzt unterwegs eigentlich eher nicht. Und es ist natürlich immer ein Loch im Design, ne? Keine Frage. Also wenn ich da jetzt jeweils ein Loch habe und dann ist da ein Loch erstmal. Ne? Und jeder, der nicht in der Materie steckt, der fragt sich auch erstmal, warum ist da ein Loch? Ne? Gut, hier sind zwei drin, aber das würde jetzt keinen Sinn machen, hier ein Lanny zu montieren. Das sähe nicht aus und ja, wäre Quatsch. So, deshalb war ich halt auch wieder so mit dem Gedanken, ja, mal gucken, wenn es ankommt, vielleicht holst du halt den Standbohrer raus. Ja, ja. Nein, also ich würde hier im Leben kein Loch reinbohren. Der Gedanke hat sich ganz schnell erledigt. Gerade so in Verbindung mit dem Copperstift dann noch. Also ist das so ein herrliches Gesamtkunstwerk. Ja, das muss man lieb halten, lightly usen und sich freuen, dass man es besitzt. So, ich habe alles an. Ich merke, mein Handy ist irgendwie, also mir kommt so ein bisschen duster gerade vor, obwohl ich irgendwie alles an habe. Also sorry, falls die Lichtverhältnisse, ich weiß es nicht, vielleicht drehe ich sie nachher nochmal hoch. By the way, weiter im Text, wir legen mal dazu, was ich gesehen habe, was auch von der Größe halt wirklich so perfekt nahezu passt. Ist das South Pole. Die Klinge ist halt perfekt in der gleichen Größe, ihr seht, wobei halt das Hunter dann doch wieder das ausgewachsenere Messer ist. Das South Pole ist ja hier im Gegensatz schon relativ schmal. Ne? Gerade wenn man es so in der Hand hält, natürlich dann auch ein Stück leichter. Ich habe jetzt die Waage nicht rausgeholt. Ja, es ist im Gewicht ungefähr wie das M1 South Pole, halt dementsprechend ein paar Gramm leichter. So, hauen wir mal die THCs raus und die Reefs rein. Ihr kennt es schon, wer meinen Kanal verfolgt, mein heißgeliebtes Ump Hombe, was dann halt auch, und deshalb ist es halt auch wieder, liebt es meine Hand wieder so, weil es halt für mich die perfekte Größe ist. Das Umkombe ist halt durch das Design und durch die Ergonomie nochmal ein Stück, ja, flacher, bisschen, wie soll man sagen, mobiler. Na, man hat halt doch weniger in der Hand. Also das ist wirklich, also ich bin,
Ich bin sowas von geflasht. Also gut, ne? Die haben nicht umsonst die riesige Fangemeinde. Und ja, lange, lange gegen gesträubt. Jetzt legt's hier und ich bin wirklich, wirklich glücklich mit dem Teil. So, nochmal hier dazu das etwas kürzere Niala, damit ihr einen Größenvergleich habt. That's the way. Ja, meine Lieben, es hätten wirklich auch wieder Fotos gereicht. Es ist so wunderbar. Es kommen, werden natürlich jetzt schon, da werdet ihr schon einige gesehen haben, trotz des ja nicht schönen Wetters zurzeit, habe ich da schon ein paar Außenaufnahmen gemacht. Und ja, ich kann jedem Messerliebhaber diese Firma Behring Made nur ans Herz legen. Also da bekommt man wirklich was fürs Geld. 100% Handarbeit, was man auch in jedem Millimeter des Messers fühlt und erkennt. Wunderbare Verarbeitung. Die Oberfläche ist natürlich empfindlich, keine Frage. Diese ja, polierten, ja, nicht Spiegel, aber das geht schon, das ist schon richtig gut poliert. Da siehst du natürlich jedes kleinste Kretzerchen dran. Der O2 ist wohl auch nicht ganz rostträge. Das kann man natürlich alles vermeiden mit einem Ölfilm. Da kommt jetzt gleich wieder ein bisschen Öl drauf und dann bleibt das auch schön, was natürlich auch gegen die Mikrokratzer hilft. Ja, ich kenne mich, ich werde es nicht rannehmen. Ja, also das ist ja, also obwohl es nach obwohl es schreit, use mich, wirklich. Also gerade so diese Schärfe, das ist natürlich interessant, wie lange das hält. By the way, wir werden sehen. Ich bin ja gerade für euch an einem jetzt schon ja fast einen Monat, ich werde es jetzt auch abschließen, dauernden Erfahrungstest in der Küche mit den angesagten Küchenmesser. Möchte auch nicht zu viel verraten. Ich finde das halt wenig unterhaltsam, jetzt vor der Kamera da so Schneidtests. Also wenn ich so Videos habe, wenn ich jetzt unbedingt ein Messer sehen muss, da spule ich immer vor. Also ich finde das sehr ermüdend, wenn dann einer irgendwie da anderthalb Stunden auf irgendwelchen Dingen, keine Ahnung, Stricks rumschneidet und Dosen damit öffnet. Also dafür habe ich auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, viel zu viel Respekt vor der Arbeit, die dahinter steht. Also das dann irgendwie mutwillig zu usen, damit ich der Gemeinschaft sage, ich verdiene da nichts mit. Also müsst mir das nachsehen und auch das kommende Video, das wird dann eher so ein Zusammenschnitt, ja, was ich selber nicht möchte, möchte auch nicht bei anderen sehen. Ne? So, meine Lieben, das soll es gewesen sein. Wir steuern schon wieder auf Weihnachten zu. It's unbelievable. Und falls wir uns nicht mehr hören, falls die Hölle für mich einbricht, wie gesagt, es ist vor Weihnachten, sind noch 1, 2, 3 Videos geplant. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Rutsch, frohes neues Jahr. Aber ich glaube, wir sehen uns vorher noch mit einem Video. Bleibt dabei. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jeden neuen Abonnementen. Gerade habe ich den ersten Kommentar aus Japan bekommen. Das hat mich total gefreut, wirklich. Also das ist ja reiner Hobbyismus, was ich hier habe, mache. Und wenn du dann so einen Gruß aus Japan kriegst, das ist schon besonders. Ne? Also er hat mir in Japanisch, es war glaube ich vorletzte Video, ich weiß es jetzt nicht. Da hat er mir einen riesen japanischen Text drunter gesetzt, da habe ich dann nur zurückgeschrieben, sorry, ich kann das nicht lesen. Und hat mir dann das gleiche nochmal in Englisch geschickt. Also, greetings to Japan, if you're here again. Und ja, euch allen natürlich alles, alles Gute, Gesundheit und bis zum nächsten Video. Malet Jod, Jöses Kölle.